Verliebe dich niemals in einen Royal. Hallo, liebe Bücherdrachen. Ja, ich weiß, sieht ein bisschen kahl aus da hinten, aber das liegt daran, dass ich diese Woche umziehe in ein großes Haus mit meinem eigenen Studio und naja, die Bücherregale mussten halt als erstes geleert werden. Wie auch immer, ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu meinem Carlsen Book Haul. Ich zeige euch, welche Titel bei Carlsen zuletzt erschienen sind. Ich werde von Carlsen dafür mit einer Aufwandsentschädigung honoriert und wie immer gibt es am Ende noch ein Gewinnspiel, wo ihr drei Bücher von Carlsen abstauben könnt. Ich packe euch alle Bücher wie immer auch unten in die Info-Boxi-Schnotzi. Ich wollte Info-Lulu sagen, aber auch das ergibt gar keinen Sinn. Wow, mein Gehirn heute. Legen wir los mit den Titeln, die im letzten Monat bei Carlsen erschienen sind. Ich freue mich total, dass Carlsen den Cruella de Vil Comic gemacht hat. Und zwar ist das eine Disney Villains Graphic Novel. Schaut mal, so sieht die von innen aus. Ich liebe, liebe, liebe die Farbgebung. Einfach nur wunderschön. Wir haben hier die Geschichte von Cruella de Vil, aber ganz in ihren eigenen Worten. Wie ist sie zu der Person geworden, die sie nachher in 101 Dalmatiner ist? Was hat sie dazu gemacht? All das erfahrt ihr hier in dieser wunderschönen Graphic Novel. Und dann geht's weiter mit gleich drei Taschenbüchern bzw. Klappbroschur. Dieses Buch habt ihr bestimmt schon mal auf Instagram gesehen, die Tage. Die magische Krone von Lioness von Sandra Regnier. Es geht um Rebellen und um Drachen und um eine Krone. Lioness ist die Heimat der Drachen. Ja, die Druiden haben das Land übernommen und seitdem ist die Magie verboten, außer sie kommt eben von den Druiden. Sarah und ihre Freundinnen leben deshalb im Untergrund. Sie sind Rebellen. Sarah sorgt eines Tages dafür, dass die Druiden an Macht verlieren. Ja, und der Gag ist, dass das Volk dann sagt, okay, wir wollen halt Sarah als unsere Machthaberin und deswegen auch die Krone. Bin super gespannt darauf. Ich finde, das klingt total cool, gerade auch so mit Druiden. Das erinnert mich ja persönlich direkt an Dungeons & Dragons. Da habe ich voll Bock drauf und Drachen. Das kann nur cool werden. Auch hier geht es um eine Krone, The Crown Between Us, royale Pflicht von Ada Bailey. Ich finde den Prompt ja schon genial. Verliebe dich niemals in einen Royal. Das ist eine Dilogie und der zweite Band. Hier geht es um Alpha, die ja versucht vor einzubrechen und deswegen auf ein Elite-Internat geschickt wird, weil sie halt dabei erwischt wird. Und die hat gar keinen Bock auf diese Intrigen und das Drama und diese reichen und schönen Leute. Aber sie wird halt darin verwickelt. Im zweiten Band bekommt sie immer mehr das Gefühl, dass sie in Gefahr ist. Es geht dann auch noch um eine mögliche Krönung und einen Konkurrenten um die Krone. Ja, natürlich ist es eine Love Story und ich glaube, es geht ziemlich dramatisch zu. Dann habe ich noch für euch She Drives Me Crazy von Kelly Quindlen. Scotty ist Basketballerin. Ja, und die hat momentan echt keinen guten Lauf. Ihr Team verliert und sie hat ständig Stress mit ihrer Ex. Ja, und der Gipfel des Eisbergs ist, dass sie mit ihrem Auto in die Cheerleader-Queen Irene fährt. Und die will als Wiedergutmachung, dass sie Taxidienst bekommt. Scotty merkt, dass sie halt durch Irene jetzt möglicherweise vielleicht auch einen besseren Platz in der Gesellschaft hat und sie beginnen fake zu daten. Das liebe ich ja. Und wenn es auch noch queer ist, mega. Die Sache ist, es geht eine ganze Weile gut mit diesem Fake Dating und dann entwickeln die beiden Gefühle füreinander. Das klingt einfach perfekt für mich nach so einem absoluten schnellen Read, dass man sofort durchhält, weil man es wegsuchtet. Ja. Und ich liebe es einfach, dass es mehr Women Love Women Repräsentation gibt. Physisch habe ich dann noch hier die Mina Lima Schmuckausgabe von der Kammer des Schreckens. Wie immer wunderschön aufgemacht im Mina Lima Stil. Und das war es tatsächlich auch schon mit den Titeln. Wir haben dieses Mal ein ganz kleines, aber feines Programmchen. Finde ich auch mal schön, ist ein bisschen kompakt und ich muss nicht so viele Bücher beim Umzug schleppen. Wie immer verlose ich jetzt auch noch drei der Titel an euch. Das Ganze geht über das Codewort-Prinzip. Ich nenne euch gleich ein Codewort, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Plus mir erzählt, warum ihr das Buch haben wollt, landet ihr im Lostopf. Ich blende euch hier den Zeitraum des Gewinnspiels ein. Und alle Teilnahmebedingungen findet ihr in der Infobox. Mit dem Codewort CRAZY könnt ihr Drive Me Crazy gewinnen. Mit dem Codewort KRONE
landet ihr für die magische Krone von Lioness im Lostopf. Und als letztes könnt ihr mit dem Codewort Cruella vielleicht den Comic hier abstauben. Ein fettes Dankeschön geht raus an den Carlsen Verlag. Ja, checkt gerne mal meinen Instagram aus. Und lasst natürlich ein Abo da, um mir zu helfen, diesen Kanal hier größer zu machen. Und ansonsten, wir sehen uns. Ciao, Bücherdrachen. Aber sie wird da rein. Ja, die Druiden haben deswegen auf ein Internet... Scotty merkt, dass sie mit dieser...